Willkommen zu Kita Today, unserem fast alltäglichen Kita-Format. Mit mir, wie so häufig, meine sehr geschätzte Kollegin, Frau Rechtsanwältin Nele Trenner. Hallo, und der sehr geschätzte Kollege, Rechtsanwalt Holger Klaus. Wir sind die Kita-Rechtler und wir bekommen ab und an die Anfragen, ob man nicht in Zeiten des Personalmangels und in Zeiten durchaus unterstützungswilliger Eltern, was wir an dieser Stelle ja durchaus mit einem Daumen nach oben werten wollen, dass man nicht vielleicht auch die Eltern so für die Schlafwache einsetzen könnte, weil das ist ja eh die Zeit, wo dann die Erzieher, die Erzieherinnen ganz gerne ihre Pause versuchen zu nehmen. Und ja, so sehr wir das Ansinnen verstehen können, haben wir doch ein paar Bedenken. Schieß los, Frau Kollegin. Naja, erstmal tatsächlich ist es auch deswegen nachvollziehbar, weil natürlich während der Schlafwache ja üblicherweise keine pädagogischen Angebote stattfinden, wofür man ja besser eine pädagogische Fachkraft ist. Insofern, dieser Gedanke dahinter ist durchaus nachvollziehbar, wirklich. Aber es ist halt deswegen problematisch, weil die Kinder sind da vielleicht ein bisschen ausgezogen, halb ausgezogen, wie auch immer. Sie sind vulnerabel, möchte man sagen, weil sie halt jetzt wehrlos da liegen und schlafen. Und wenn ich nicht vorher mich schon ganz genau versichert habe, wie diese Eltern ticken, möchte ich mal ganz vorsichtig sagen, und mir gegebenenfalls auch das erweiterte Führungszeugnis habe zeigen lassen, je nachdem, wie oft die Leute eingesetzt werden sollen, dann wird es halt echt problematisch, wenn sich dann hinterher was rausstellen sollte. Auf jeden Fall, wir sehen es durchaus kritisch, denn wir müssen ja nicht nur im Vorfeld uns die Eltern anschauen und dazu irgendeine Form von Gefühl haben, ob die sich dann auch entsprechend verhalten werden. Nein, wir sind jetzt sogar gehalten, im Rahmen unserer Verpflichtung für die Beschäftigten oder für die am Kind eingesetzten Personen tatsächlich auch ab und an zu kontrollieren, wie die sich eben in solchen Situationen verhalten. Und die Situation in einem Schlafraum ist meistens abgedunkelt, meistens durch Decken ein bisschen unübersichtlich und, was ist ja gerade gesagt, meistens eher so, dass da die Kiddies im Schlüppi durch die Gegend rennen. Und insofern denken wir, dass das nicht das Beste wäre. Insbesondere könnten Eltern, die diesen Einsatz von anderen Eltern vielleicht gar nicht so wahrgenommen haben, genau an dieser Stelle doch recht, ich sage jetzt mal vorsichtig, irritiert reagieren, wenn dann plötzlich bekannt wird, dass auch andere Personen, die sie nicht so auf dem Schirm hatten, auch bei solchen Situationen sehr nah dabei sind. Deshalb unser Rat an dieser Stelle, wenn was passiert in der Rückschau, wird man kaum vernünftig erklären können, dass das irgendwie eine super gute Idee gewesen ist und es mit dem berechtigten Pausenbedürfnis der Erzieher irgendwie zu begründen würde, bedeutet, naja, da stellen wir das Pausenbedürfnis, was extrem berechtigt ist, irgendwie über den Schutz der Kinder und würden dann auch mit dieser Argumentation eher ein bisschen angreifbar sein. Drücken wir es mal so aus. Wie auch immer, in dem Sinne, trotzdem gute Pausengestaltung, haltet durch. Bis dann. Ciao. Tschüss.